Hi Leute, mein Name ist Jasper Kaven und ich möchte euch heute wieder eine Frage beantworten, denn die Frage wurde mir jetzt schon mehrmals gestellt, sowohl im Freundeskreis als auch bei Kunden. Und hier geht es ums Thema vegane Proteine. Ja? Welches Proteinpulver soll ich nehmen? Auf was soll ich hier zurückgreifen? Und ich schildere euch einfach mal meine Erfahrungen. Und zwar gibt es hier mehrere Quellen. Die beste Aminosäurenbilanz, sprich von der Eiweißstruktur her, was das Idealste für den Körper ist, da hätten wir Soja oder Hanfprotein. Beide haben die komplette Aminosäurenbilanz, sprich alle essentiellen Aminosäuren enthalten. Jetzt muss man aber gucken, Soja, da sind einige ein bisschen vorsichtig, weil es eben in Verdacht steht, den Östrogenspiegel anzuheben. Viele vertragen es einfach nicht gut von der Verdauung her. Also muss man gucken, wenn man mit Soja ein bisschen kritisch ist, kann man da auf Hanfprotein zurückgreifen. Ich persönlich finde aber, dass Proteine wie Hanf oder Erbsenprotein einfach überhaupt nicht schmecken. Ja, die schmecken mehr oder weniger wie ein Löffel Erde. Wenn man sich die irgendwo in den Mixer mit reinschmeißt, dann kriegt man es vielleicht nicht so mit. Wenn man aber wirklich vielleicht auch noch gerade die Molkeneiweiße gewohnt ist, wie ein Whey-Protein, und sagt, ich möchte einen leckeren Geschmack haben, dann schafft man das eigentlich nur mit einem Sojaprotein. Was ich sonst noch als ganz guten Mittelweg empfinde, ist Reisprotein. Das ist von der Wertigkeit ganz gut. Und es ist nicht ganz so schlimm vom Geschmack her, gerade wenn man sich das meinetwegen mit einem naturtrüben Saft mischt oder sowas und nicht nur mit reinem Wasser trinkt, dann geht es eigentlich unter, dann schmeckt der Saft ein bisschen mehliger, aber man schmeckt es nicht so extrem raus. Ich weiß, von MyProtein gibt es auch eine Mischung, Vegan Blend heißt es, aus vielen verschiedenen veganen Eiweißsorten, und das gibt es auch zum Beispiel im Geschmack Schokolade, was schon ein bisschen besser schmeckt, vergleichbar mit einem Whey-Protein vom Geschmack her ist es trotzdem nicht. Ja, also ich greife da, wenn es schmecken soll, trotzdem ganz gerne mal auf ein Sojaprotein zurück. Ich versuche mich jetzt auch nicht mit Soja zu mästen, aber ich denke, wenn man hier und da mal ein bisschen Soja in der Ernährung hat, wenn man es verträgt von der Verdauung her, dann ist das kein Weltuntergang. Ansonsten, wie gesagt, schmeiße ich mir das oft in den Mixer mit rein. Da kann man auch andere Sachen wie Reis oder Hanf mal nehmen. Da schmeckt man es nicht so extrem raus, wenn man da Früchte und so weiter mit rein mixt. Wenn ihr sonst noch einen Tipp habt, wo ihr sagt, von einer bestimmten Marke oder Firma, denn da muss ich sagen, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. MyProtein habe ich einige probiert, das Reisprotein zum Beispiel fand ich da vollkommen in Ordnung. Das Sojaprotein hat mir nicht so gut gefallen vom Geschmack her und auch von der Löslichkeit. Das lässt sich nicht so ganz so gut mischen und wird dann relativ schnell zähflüssig. Von Peak das Sojaprotein zum Beispiel fand ich wunderbar. Hab da jetzt aber auch nicht alle Marken durchprobiert. Ich nehme dann so ein bisschen, was kommt. Im Endeffekt sind die Marken eben sehr, sehr ähnlich. Wenn ihr aber einen Geheimtipp habt und sagt, okay, die und die Marke, da schmeckt es besonders gut oder sowas, postet mir das gerne in die Kommentare, probiere ich das selbst auch gerne mal aus. Ich weiß, Peak hat gerade auch ein neues rausgebracht, ein veganes Eiweiß, was auch ganz in Ordnung sein soll. Viele Firmen haben natürlich auch sehr, sehr teure vegane Produkte. Nur weil es dann vegan ist, muss es nicht gleich viel teurer sein. Im Endeffekt ist oft Ähnliches drin, aber gerade geschmacklich unterscheiden sie sich eben sehr. Also wie gesagt, Tipps gerne reinposten und dann sehen wir uns im nächsten Video.